Bei der DB sind schon lange keine Streckenlokomotiven der Baureihe V100 mehr vor planmäßigen Zügen unterwegs. Bei den privaten Unternehmen aber sind die zuverlässigen Maschinen immer noch unverzichtbar. Erleben Sie in 58 Minuten die Geschichte der V100-Familie, die 1964-65 bei LKM in Babelsberg beginnt und mit weit über 1000 Serienmaschinen bei LEW Hennigsdorf 1985 endet. Wir zeigen Ihnen die V100, wie sie früher bei der DR und DB gefahren sind. Sehen Sie unzählige Maschinen in bunten Farben bei privaten Unternehmen in ganz Deutschland. Museumsloks im Planeinsatz oder vor Sonderzügen. Auch ein Blick auf die Schmalspurvariante im Harz oder auf die heutige Baureihe 298 fehlt nicht. Die V100-Familie gestern und heute. Eine Geschichte, die nicht zu enden scheint.